Musikerin Ina Regen, Kabarettist Thomas Stipsitz, eine Falco-Konzertshow. Die Kultur- und Freizeit GmbH in Vöcklabruck holt sie alle in die Stadt. Mittlerweile sind die Veranstaltungen echte Besuchermagneten. Und das soll jetzt auch Junge anlocken. Die Kinder sind die Kunden von morgen. Also es ist schon, so habe es auch ich als Kind erlebt, immer ein bisschen eine Geschichte, wie wird man herangeführt, was erlebt man als Kind. Das nimmt man mit, dann in die Schulen idealerweise und natürlich dann als Erwachsener. Und darum ist es uns sehr, sehr wichtig, da ein buntes Programm und auch ein leistbares Programm anzubieten für die Kleinsten eigentlich. Kultur soll leistbar sein. Mit eigenen Abonnements soll die Lust auf Konzert, Theater und Kabarett gesteigert werden. Ich glaube, das ist schon einmal eine Alternative, statt im Kino einmal ins Theater zu gehen. Seit 40 Jahren gibt es den Stadtsaal in Vöcklabruck, mittlerweile Kultur-Hotspot. Man trifft sich dort, die Leute treffen sich, aber es ist natürlich auch für die Außenwirkung gut. Man fährt nach Vöcklabruck und man fährt nicht nur ein Konzert, ein Theater oder sonst irgendwas zu konsumieren, sondern man geht ja auch dann nachher in das Gasthaus vielleicht oder vorher und es belebt ja auch die Wirtschaft und das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Es ist einfach ein Treffpunkt hier. Und ab Herbst geht's genauso weiter. Das australische Red Pack, The Tap Pack, kommt Anfang November. Nach der Vorlage von Hans Christian Andersen bringt das Theater im Horizont die Schneekönigin auf die Bühne. Für alle Eberhofer-Fans gibt's einen launigen Rückblick mit Bestseller-Autorin Rita Falk. Und wer Frauenpower mag, Künstlerin Malarina gastiert mit ihrem Programm Serben sterben langsam. Als Kind dachte ich, die Welt beginnt in Österreich und endet in Pitschka-Materina ohne Autobahnanschluss und dazwischen ist nur Ungarn. Tipp: Im Kabarett Frühlingsabo 2023 nicht nur die Austroserbin, sondern auch Klaus Eckel, Stefan Haider und Alex Christan. Das gesamte Programm und Tickets gibt's online.